Diskurs um Geschlechterungleichheiten wird zum einen gefordert, die Kategorie des Geschlechts aufzulösen, sodass die Individualität von Menschen im Vordergrund steht. Zum anderen muss jedoch das Geschlecht häufig erst thematisiert werden, damit soziale Unterschiede verdeutlicht werden können. Es muss also eine Ausgewogenheit zwischen der Dramatisierung und Entdramatisierung von Geschlecht hergestellt werden, um dem Thema Geschlecht gerecht zu werden. Bei der Dramatisierung werden Gender-Aspekte hervorgehoben. Sinnvoll ist eine Dramatisierung, wenn das Gegenüber über Geschlechterverhältnisse nachdenken soll. Problematisch ist allerdings, dass dabei Differenzen innerhalb der Geschlechtergruppen untergehen. Dies kann Geschlechterstereotype verstärken. Bei der Entdramatisierung werden geschlechtsbezogene Zuschreibungen vermieden. Sie dient der Bewusstmachung geschlechtsunabhängiger Kategorien, die Menschen auf individueller oder gesellschaftlicher Ebene voneinander unterscheiden. Sinnvoll ist die Entdramatisierung als Reaktion auf eine geschlechterdramatisierende Situation, um diese zu relativieren.